GTA Online! Mission, coole Meff oder... Hallöchen Leute, wir heißen euch willkommen zu GTA 5 Online. Dieses Mal mit einer wundervollen Mission und dem wundervollen Volo-U, der wie Ricky aussieht. Das ist gelogen. Kette. Und Maeve, danke. Du siehst inzwischen aus wie... Ich habe keine SJ. Ahnung. Lassen wir so stehen. Wir haben gehört, wir machen den Walter White und müssen ein paar Idioten, auch bekannt als Ricky, die mir ein Wohnmobil ein bisschen Meth herstellen, die müssen wir jetzt hochnehmen. Wisst ihr aber was? Ich sage, das Zeug ist nicht blau. Maeve. Erstmal trinke ich ein Schlückchen, ja, bevor wir hier losgehen. Ja, ich bin kultiviert, ich nehme noch einen Schluck Wein. So, und dann, Maeve, weißt du, was wir in der Mission machen müssen? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es schon rausfinden. Wir müssen ein Wohnmobil stehlen. Und wir möchten in diesem Punkt sagen, dass wir die Ricky Mania nicht so nahe treten wollen, aber wir werden es tun. Der hat kein Wohnmobil, der hat ein Wohnmobil ja für nix. Arme. Stimmt. Oh Gott, ich glaube, der Wein hat dem Typ nicht geschmeckt. Gut. Mogi, bist du fertig mit deinem Wein? Ich bin fertig, der musste erst noch schwenken. Okay, wir gehen mal in meine Garage erstmal, alle in die Garage. Du hast hoffentlich nicht einfach das Haus verlassen. Ich will nichts dazu sagen. Meinst du automatisch? Ja, dich habe ich... Oh Mann! Ich fahre jetzt mit dem Wolle in meine Garage. Alter, schicke Auto. Ich will die Garage auch mal sehen. Fuck, du musst hin. Du kannst jetzt in die Garage rangehen und klingeln. Ich bin unterwegs. Welche fahren wir denn? Ich glaube, wir haben zwei Viersitzer hier, den roten und den orangenen. Der schwarze ist kein Viersitzer? Oder? Ist ein bisschen eng hinten. Ja, könnte knapp werden, ne? Dann müsste der vorne immer aussteigen, damit der andere rein kann und hinten rein kann. Das ist ein bisschen uncool. Ich glaube, wenn wir den Sitz umklappen müssten, dann bin ich nicht dabei. Ich glaube, das ist nicht so gut geeignet. Jemand klingelt an deiner Garage, geht zur Tür und zieh nach. Wer das wohl ist? Klopf, klopf! Oh, wer möchte nicht gerne Mythos auf Gaming reinlassen? Alter, hallo? Das ist eine schicke Garage, die du hier hast, Mann. Ne? Alter, ist Auto blass. Also, ja, ich würde sagen, wir nehmen echt coole, Leben, dachte ich mir. Wir nehmen das coole Cabrio und Wolof fährt mit dem BMX-Rad hier. Finde ich gut. Ja, darf ich? Ja, tut ihr nicht. Geht das? Ne, geht nicht. Nehmen wir jetzt das Cabrio, können wir losfahren? Ja, lass uns das okay. Cabrio nehmen. Wobei wir haben eine Mission zu erledigen. Cooler finde, aber wir müssen den Walti was heimzahlen. Kannst du da überhaupt rein? Nein. Dann nehmen wir den Orangen. Wir nehmen den Orangen. Mein Gott. Nur weil der gnädige Herr nicht da über die Seite springen möchte, ja? Oh, jetzt musst du den Sitz umklappen, oder? Nee, doch nicht. Okay, wundervoll. Weil wie gesagt, okay. Wenn der Sitz umgeklappt werden muss, ohne mich, dann bin ich nicht dabei. Okay, wir fahren los. Voll retro, ey. Muss man bei mir früher auch. Einfach cool. Na, ja, jetzt hast du keine hinteren Sitze mehr, oder? Stimmt! Jetzt habe ich keine hinteren Sitze mehr. Moment mal, ich hab ja gar keinen Wegpunkt. Wegweiser-Ding. Na, mach dir einen. So geht's ja nicht. Ich find's auch gut, dass du rechts rangefahren bist, Maeve. Ja. Kaum zu glauben, dass der Mann keinen Führerschein hat. Alter! Soll ich noch diese Wanddreiecke aus dem. Okay, nein, dann lass mir die. Wisst ihr, wie weit es weg ist? Ich hoffe, wir haben ein paar gute Geschichten zu erzählen. Das sind 6,5 Kilometer. Sind wir schon da? Ich könnte einen Hubschrauber klauen. Wir könnten einen Hubschrauber klauen. Sind wir jetzt da, Maeve? Hey, Maeve. Ja? Können wir mal kurz anhalten? Ich muss mal. Ich will eine Cola. Wenn Wollo eine Cola bekommt, will ich auch eine. Wenn ihr jetzt nicht ich will doch keine Gang, Cola, ich dann, will eine Fanta Classic. Dann steigt ihr aus und dann müsst ihr laufen. Ich will auch eine Fanta Classic. Da gibt's keine Fanta Classic. Ich will ein Eis. Laden. Jesus Christ! Ja, okay. Die Magie des Schneidens. Wow! Nee! Nicht? Ein Kilometer haben wir schon geschafft. Das ist noch ein weiter Weg, Wollo. Wir müssen die Party auch irgendwie füllen, morgen. Ja, okay. Die Magie des Schneidens wurde abgesagt. Kennt ihr den Typ, der die Tricks von Copperfield im Fernsehen aufdeckt? Der war auch hier und der hat gesagt, die Magie des Schneidens ist nicht real, das wird so und so gemacht, du drückst hier und dann schneidest du es durch. Tut mir leid, gibt kein Zauber mehr. Der mit der Maske auf. Natürlich hat er eine Maske auf. Ja, der darf auch nicht erkannt werden, die anderen Zauberer. Ja. Der wurde platt gemacht. Er hat ihn umgebracht. Ich glaube auch. Die hätten ihn gefesselt, also in Ketten gelegt und dann über ein Haifischbecken gehängt. Ja, dann kann er mal zeigen, wie der Trick funktioniert. Glaub mir, mit Zauberern wollt ihr euch nicht angeben. Vor allem nicht mit Copperfield, der ist weiß man jetzt eigentlich schon, wer das ist? Nee. Das
Der Zauberer? Ich dachte, du wolltest dir sagen, weiß man schon, ob Copperfield schuldig ist oder nicht. Wieso? Wobei schuldig? Gab's da nicht auch so eine Geschichte mit... Du biegst falsch ab, Maeve! Ja, ich hab's gesehen. Ich so eine Geschichte mit seiner privaten Insel und einer Dame, die er da eingeladen hat und nicht gehen hat lassen. Was? Okay. Das sind düstere Geheimnisse bei allen Profis. Tiger Woods, Alter, der ist auch ein richtiger Arsch. Tiger Woods. Das ist eine richtige Geschichte. Der ist nur ein unfreies Arschloch, aber Copperfield. Sagen. Lasst euch nicht von ihm verzaubern. Hatte ich nicht vor. Ist wie der Wettermann. Willst du mit dem Muggi auf eine einsame Insel gehen? Die seitdem nicht mehr läuft. Ach so. Ja, ja. Wie hieß der? Ist ja auch egal. Ja, ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Ja, lustige Gesprächsthemen haben wir hier. Wahnsinn! Kennt ihr sonst noch einen Vergewaltiger? Vielleicht setzt die Zauberei des Schneidens doch ein. Nein, die gibt's nicht. Ach Mann, ey. Haben wir die Maske abgenommen. Den sehen was wir gibt's denn immer so für Autospiele? Was spielt man denn? Man hat doch früher als Kind immer, wenn man irgendwo in den Urlaub gefahren ist, hat man immer irgendwas gespielt. Ja, ich sehe was. Das ist grün. Siehst du, das ist grün. Hab ich nie. Das ist die Flasche da oben auf dem Schild. Nein, das I, Dummkopf. Das ist ein leises Spiel. Also, was habe ich tatsächlich nie gemacht? Ja, ich auch nicht. Ich glaube, Olo war so ein Kind, der hatte einen Gameboy. Nee, das konnte ich nicht machen. Hätte ich Gameboy im Auto gespielt, hätte ich jetzt sofort gekotzt. Instant. Hattet ihr eigentlich mal irgendwie jemand so ein Auto mit, das war ja früher mal zu Pimp My Ride Zeit, das war der heiße Scheiß mit dem DVD-Player drin. Ja. Alter, hattet ihr? Ich hatte sogar Monitore in den Sitzen hinten. Oh shit, der Wollo. Ich hatte so hier richtig aufgetunten Autos, ich hatte auch mal 20 Zoll Chromfelgen. Und wisst ihr, wo das Geld daherkommt? Von demselben Geschäft, das die Gentlemen da drüben auch betreiben. Attention please, wir haben da zwei Rickies. Okay. Oha. Warte. Ich hab eine Leuchtpistole gezogen. Alter, guck mal, die haben Stahlbaseballschläger. Ich nehme meinen Hammer. Wir haben übrigens nur zwei Teamleben, also mach keine Scheiße jetzt, ja? Wir müssen Wohnmobil. Können wir die umbringen? Alter! Oh mein Gott! Die machen Scheiße! Scheiße, ich hab den voll angezündet. Ich bin tot. Was? Wer schießt da? Warum bist du tot? Wie konntest du sterben? Wer schießt denn da? Ich hab das Auto und fahrt weg. Steig ein, Wollo! Ja, warte! Ich bin tot! Ah, du Arschloch! Okay. Ich fahr los! Und jetzt? Das ist nicht so gut gelaufen, ich dachte, es wären nur die zwei Typen! Oh, Mythos of Gaming ist auch gestorben! Ja! Ihr seid alle tot! Ja! Also, ich bin wieder hier! Okay, ich steig ein und fahr los! Das heißt, ich bin jetzt als einziger raus! Kommst du zu mir? Ich bin tot! Alter, was war das denn jetzt? Sag mir nicht, dass wir jetzt wieder bei deinem Apartment sind. Wollo! Ich hoffe nicht. Du lebst noch. Ja, ich versuche die Waffe zu wechseln. Oh mein Gott. Wollo, du schaffst es, okay? Ich hab's im Gefühl, dass du das schaffen wirst. Oh, der Wollo. Langsam, der Wollo, der wird noch alle überraschen. Wo wir hier alle umlegt, einen nach dem anderen. Eiskalt. Ganz harter Hund. Dem klaut keiner seine Fernseher aus seinem Auto. Oh ja. Oh. Das naja, so ist kein Wasser. Mission fehlgeschlagen. Er hat sich gut gehalten. Okay, nochmal. Ey, aber dafür, dass $2,500. Alter, gehört nicht mal schlecht. Ich bin Rang 6. Ich bin Rang 4. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Stiller Neustart, Bild auf. Muggi, ich hab hier nicht auf dem Auto. Du willst mich verarschen, Maeve. Nein, den Bus war einfach rein, der Hund ist nicht raus gerade. Maeve! Ey, ihr bleibt schön hier. Oh, Wollo fährt. Oh, jetzt fahrt! Wir fahren mit dem Bus, mit dem Bus. Wir fahren mit dem Bus. Ja, wir müssen 6 Kilometer fahren, ne? Also mit einem Fernbus. Markier mal einer. Oh Gott, ja, du willst echt mit dem Bus fahren. Das ist unser Unternehmen Fernbus. Ich hab's markiert. Alter, der ist so viel. Alter, das ist nur so weit. Ich weiß schon, warum ich bisher noch nie mit dem Fernbus gefahren bin. Das scheint mir nicht so das Wahre zu sein. Ich mein, preiswert, klar, aber. Verdammte Scheiße. Oh,
Wollen wir nicht den Wagen Audi wechseln? Ja, natürlich wollen wir den Wagen wechseln. Das war nur ein Witz mit dem Bus. Ich wusste nicht, dass du das einfach durchziehst. Natürlich. Ich meine, ich sitze. Guck mal, wir sitzen doch vorne im Bus. Wie die richtigen Versager sitzen wir vorne im Bus, ja? Das stimmt allerdings. Du, hallo Busfahrer, du hast aber eine schöne Ampel, oder? Ja, ja. Haben Sie recht. Kennt ihr die Leute, die mit dem Busfahrer quatschen? Schlimm, ja, klar. Ich muss mit dem Busfahrer sprechen, das ist verboten. Ach, die freuen sich doch. Beziehungsweise, sie werden nicht Quatsch. Busfahrer geworden, ja, wenn sie nicht dafür bereit nicht werden, mit alten Damen viele Worte zu wechseln. Alter, das geht gar nicht mit dem Bus. Schaffst du's? Komm, jetzt bleib stehen, da links sind, da nehmen wir Komm, bleib stehen, wir holen jetzt. So, ich steig aus. Das sind die alle auf. Okay, was nehmen wir dann? Der Welche Kleine, war das doch schön. Ah, nee, der ist das für Das geht doch wieder nicht. Warum geht das nicht? Ja, der geht. Die Mavs-Idee geht. Na, das ist doch schon mal was Besseres. Oh, wie gerne würde ich mit dem da vorn fahren. Kann ja. Ich aber nicht. Fick dich. Richtiger Arsch. Okay. Fühlt sich an wie eine richtige Autofahrt, muss ich sagen. Würdet ihr das so unterschreiben? Oh, Wollo, du musst in die Ego-Perspektive gehen, dann ist es viel realer. Wenn man V drückt. Ja. Drück V. Kann ich nicht, das macht, da passiert nichts. Zweimal drück. Zweimal. Ja, ich hab ich gemacht, jetzt bin ich wieder in der alten Perspektive. Hä? Dann drück auf den Controller die Ansichtsänderungstaste. Ja, du kannst auf jeden Fall aus der Ego-Perspektive das Auto steuern. Ja, ich glaube, das will ich nicht. Doch. Wenn ich das wollen würde, würde ich meinen Führerschein machen. Also bei mir sieht man einen gut konzentrierten Muggi, wie er gerade Auto fährt. Ich bin sehr konzentriert. Ja. Hey, bitte. Ich gucke einfach aus dem Fenster, so wie ich es in Wahrheit machen könnte. mein liebster Wollo, soll ich dir das Fenster runterlassen? Oh, ja, danke schön. Und weg ist die Mütze. Oh shit. Das wird jetzt turbulent, Leute. Nein. Echt jetzt? Alter, Mock. Wir wollten zwar in die Natur, aber nicht so. Ich hab doch gesagt, es wird turbulent. Seht ihr, der Bus hätte es nicht mehr da hoch geschafft. Nee. Mit dem Bus wären wir niemals hier angekommen. Nee, wir brauchen eine Taktik. Was machen wir? Verstecken und wir nehmen Deckung hinter dem Auto, okay? Ja, ich hab auch so eine Art Sniper. Ich hab voll viele Waffen. Oh, hast richtig Geld rausgehauen, ja? Ja. Geil. Das meiste war aber eh noch nicht frei. Beziehungsweise den Lenkraketenwerfer ich mir auch nicht geholt. Oh, wollen wir den Traktor nehmen? Das ist ein Einsitzer übrigens. Ich weiß, da können. Ich komme aus Bayern, Alter. Ich weiß, dass ich da noch zwei andere Leute hinsetzen können. Selbstverständlich geht das. Normalerweise kann man ja auch in Cabrio auf die Rückbänke sitzen. Das stimmt allerdings, das stimmt. Und im Kofferraum ist eigentlich auch immer Platz für den Fall der Fälle. Ja. Spricht zwar nicht der Verkehrsnorm, aber es geht ja, ich bitte nicht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man seinen Kleinen nicht Koch nennen darf. Finde ich auch eine Frechheit. Im Spiel kriegt man Nutten um. Was stimmt da mit dem Wort Koch nicht? Du hast einen schönen Starbucks-Coffee im Auto. Den Typ das ist nicht seiner. Das ist nicht seiner. Ich hörte den Typen, die mir das Auto geklaut haben. Ist ja noch warm, der Kaffee? Mal testen. Der ist auf jeden Fall ohne Zucker. Oh Gott, sind voll die Brühe. Hier für dich, Wolle. Zucker und Milch im Kaffee, das muss da rein. Sag ich. Ey, wie weit ist das denn jetzt noch? Wir sind aber da. Wir sind gleich da. Es fängt an zu regnen. Es wird also richtig schön gerade. So eine schöne Sommerbrise, Regen, Dieselfall. Seid ihr bereit, ein paar Menschen zu töten? Ja. Gut. Dann das werden wir tun müssen. So, wenn wir nochmal verlieren, dann kaufe ich mir ein Haus, das hier in der Gegend ist, damit wir nicht so weit fahren müssen. Dieser Wohnwagen wird echt gut beschützt. Ja, gut. Alter, da ist Mess drin. Ja, das ist ein Meth-Labor, Alter. Das ist eine große Investition. Da ist er. Wieso parken wir so dicht da dran eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht sagen, aber es ist dumm. Das ist dumm. Wir können hier Deckung nehmen. Okay. Sicher? So, wie ich? Warte mal. Sneak. Ich will hier gerade, ob ich ein bisschen. Ach Quatsch, scheiß drauf, wir bleiben hier. Und los geht's, oder? Ja, jetzt hier auf dem Dach. Oh, wir nehmen. Oder einer lebt noch.
da. Wir sind übrigens wieder an der Stelle, Leute. Achso, ja. Haben wir alle nicht mehr drüber nachgedacht. Wir haben eine lange Fahrt hinter uns. Wo sehe ich eigentlich meine Leben in dem Spiel? Die grüne Anzeige unter der Karte. Oh. Ja. Und die blaue ist deine Panzerung, die du wahrscheinlich leerst. Dann werden sie ja auch noch welche. Ist die blaue nicht die Ausdauer? Jetzt auf Ausdauer. Ich muss hier irgendwo abschätzen können. Ausdauer ist, glaube ich, gelb, oder? Eigentlich nicht. Gelb habe ich gar nicht. Ich hätte eine Annäherungsmine. Wollen aber die erste noch einer. Mach den mal platter. Ach, da oben! Ne, da unten auch einer. Du siehst die auf dem Radar. Hab ich. Wie ein Call of Duty, Alter. Ja, man kriegt ja auch krasse Erfahrungspunkte pro Kill wie ein Call of Duty. Stimmt, und es gibt auch einen Hitmarker. Warum geht ihr nicht in Deckung? Okay, ich schnapp mir das Wohnmobil jetzt. Okay. Nein, Wollo! Geh in Deckung! Ich sehe keinen! Warte, da rechts ist einer! Rechts von. Oh Gott, Wollo! Okay. Gibst du noch? Ja. Ja. Okay, komm, wir gehen rein. Jetzt werde ich angeschossen. Wie viel können da rein? Alle drin? Ich bin drin, ja. Okay, Wollo, wir müssen weiter schießen. Ja, wir müssen schießen. Ja, da, die verfolgen uns. Wir sind noch nicht durch. Okay. In meiner Welt sind wir durch. Warum mache ich eigentlich den Fluchtfahrer? Scheiße. Schon gut so. Du bist schuld, Maeve. Auf 1,5 Kilometer. Wir schaffen das, Leute. Oh ja. Ja. Das wird der feinste Stoff überhaupt. Ich mag ja den Regen. Der macht die schöne Atmosphäre. Ja. Das sieht auch echt schön aus. Mir ist auch ein bisschen kühl. Oh Gott. Oh. Okay, ja? Hab ihn. Einen davon. Hä, wie kannst du da so genau zielen? Gar nicht. Ja, ich auch nicht. Der Bock, der sprayt in die Gruppen rein und einen wird schon erwischen. Ich bin Sprayer. Psst. Ah! Das Mob-Tag kennt man. Mhm. An jeder Wand. Das ist hier aber matschig. Nee, bitte kipp nicht um, ne? Alter, ich glaube, mein MG ist echt nicht so gut, ich treff nichts. Was ist mit dem Typen denn? Kann er nicht mal sterben? Auf was willst du denn überhaupt? Achso, den kann ich nicht schießen. Fuck, der muss halt auch die ganze Zeit nachladen bei dir. Wir sind bei U-Tool. Alter, geil. U-Tool, mit cool. YouTube. Kann man da die Videos auch monetarisieren? Bestimmt. Nein, das geht da nicht. Ohne mich. Wir verlassen diesen Ort. Ich fühle mich angewidert. Wir sind da. Übergabe. Claim alles. So, ich bin draußen. Yo. Guten okay. Tag. Bestanden. Woo! Oh, ich wollte gerade sagen, ich traue den beiden. Ich hätte denen jetzt am liebsten eine Kugel in den Kopf gejagt. Ne, gut. Wow! Alter, 12.000 Dollar! Wow! Level 7! Level 5! Das hat sich gelohnt, das war eine schicke Mission. Ah, hat sich richtig gelohnt. Sind wir gut? Natürlich sind wir gut. War nicht gut? Dann gebe ich doch. War eine gute Mission? Dann gebe ich einen Daumen hoch. Ja. Ne? Genau wie auf das Video. Ja. Genau. Das ist ja ein Ding. Gut, liebe Freunde, ich will sagen, mir mit Freunde meine ich euch zwei übrigens nicht, die Zuschauer nicht, dass da Freier vielleicht falsche Hoffnungen erweckt werden. Liebe Leute, wie das Ganze weitergeht und was wir noch für lustige, verrückte, crazy, total crazy Let's Player Abenteuer erleben werden, seht ihr im nächsten Part. Geht ihr online. Yes. Mit mehr Autofahrten, 30% mehr. Ja. Yeah. Geil. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Hi, ich bin der Typ mit der Maske, der alle Tricks aufdeckt und ich zeige euch jetzt, wie die Magie des Schneidens funktioniert. C. Fertig.